Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Ich packe das jetzt erstmal aus, hier war das große Paketchen von Amazon, und zwar von BenQ die Screenbar. Wartet mal, ich mache mal die Folie am besten ab, dann könnt ihr das besser sehen. So, seht ihr das? Ja. Die werden wir jetzt gleich auspacken und dann danach ein Hardware-Video gucken, machen und uns alles angucken. Und danach werden wir sie mal anbauen. Ich will sie an den obersten Bildschirm oder vielleicht am unteren Bildschirm machen, um da ein bisschen mehr Licht in meiner PC-Ecke zu haben. Und dann brauche ich nicht mal rechts die kleine LED-Lampe anmachen, dann habe ich das nämlich von oben. Dann blendet mir das nicht so aus den Augenwinkeln. So. Mache euch mal nach unten, damit ihr mit gucken könnt. Irgendwie ist mein Unboxing-Messer hier abhanden gekommen. Ich weiß nicht, wo es abgeblieben ist. Machen wir es einfach mit der Schere. So. Achso, müssen wir ja hier oben auch aufmachen. Wäre ja sonst ganz ungünstig, wenn wir das hier oben nicht aufmachen würden. So, jetzt haben wir es. Ist aber fest drin. So, jetzt aber. Ich mache das mal wieder da in die Ecke. So. Da ist ja so ein schwarzer Aufkleber drauf in der Hülle, damit wir halt hier nichts zerkratzen. Das finde ich sehr gut. So, dann haben wir hier BenQ. Den Link dazu mache ich euch natürlich in die Videobeschreibung. Dann haben wir einmal die Screenbar an sich. Dann haben wir hier, ist auch alles schön eingepackt und Clip. Ja, könnt ihr denn so sehen. So sieht es dann aus. Und da haben wir dann halt hier, oh, die Halterung, die ist echt schwer. Die ist richtig schwer. Ach so, das hält dann praktisch durch, okay. Und dann haben wir hier noch ein USB-Kabel. Also ja, USB-C, so wie es aussieht, oder? Nee. Nee, Mini-USB. Zum Laden. Das gucken wir uns gleich alles an. Oder beziehungsweise. So, mehr ist da nicht. Da unten ist auch nochmal so ein schwarzer Aufkleber, damit auf der unteren Seite auch nicht zerkratzt wird beim Transport oder so. Finde ich sehr gut. An sowas denkt ja leider nicht jeder. So, um Platz zu sparen, räumen wir das jetzt hier auch gleich mal wieder schön ein. So. Und da haben wir sie jetzt vor uns. Ich packe mal alles aus. Macht vom Optischen macht die echt einen sehr guten Eindruck gerade. Ich pack das mal hier so ein bisschen weg und dann haben wir hier das alles, das können wir auch auspacken, das brauchen wir auch nicht. Und dann haben wir das denn hier so. Hier ist der Sensor. Okay. Ja, da bin ich mal echt gespannt, wie das dann aussieht. Ach, Hardware-Video können wir uns da sparen bei den drei Sachen, würde ich sagen. Wir machen das jetzt hier einfach mal mit. Was ich sehr gut finde, ist, wir haben hier eine Beschreibung, welcher Knopf was sein soll. Nicht nur oben. Wir haben es an der Seite. Wartet mal, ich mach mal so, da könnt ihr das besser sehen. Also wie gesagt, das ist die untere Seite. Da seht ihr die LEDs. So kommt das dann praktisch über den Bildschirm ran, dass die LEDs nach unten strahlen können. Und ihr seht, wir haben hier vorne keine Knöpfe. Die sind auf der Oberseite. Das sind druckempfindliche Knöpfe. Also wenn man da so rüber wischt, dann passiert da was.
Und hier hinten ist halt der USB. Und wir haben hier vorne, wenn die Kamera scharf stellen würde, da haben wir die Symbole zweimal für zwei Knöpfe. So, und da auch nochmal. Da ist An und Aus. Und da auch zwei Knöpfe. Und ich denke mal, das wird hier ein Sensor sein, wegen Licht, dass man sich die auch dann halt mit der Sonne so einstellen kann, dass wenn es dunkel ist, dass die erst angeht oder in gedimmten Zustand angeht. Das werden wir uns dann alles mal angucken. Der Fuß bzw. die Halterung. Hier kommt das praktisch reingeklippt. Hier hinten haben wir dann praktisch eine Aussparung. Die können wir jetzt auch schon mal abmachen. Den USB-Kabel, so, der kommt dann praktisch da durch und hier kommt es rein und hiermit wird es dann befestigt. Und das hat ein großes Eigengewicht und dadurch drückt es das. Wir haben hier unten auch Gummi hier, also Anti-Rutsch, und dadurch drückt es das praktisch dann an die Rückseite vom Monitor ran, damit es nicht verrutscht. Seht ihr das? Ja. Und dass es halt praktisch nicht vorne überkippt. Weil die Lampe, die. Aber so viel Eigengewicht hat die ehrlich gesagt nicht, muss ich dazu sagen. So, jetzt machen wir das einfach mal komplett zusammenbauen. So. Und wie gesagt, die Lampe, die macht er dann einfach so ran. Dann ist die so. Und die könnt ihr dann auch noch variieren. Also ihr könnt die dann so ein Stück drehen. Ich zeige euch das mal hinten, dann könnt ihr das besser sehen. Hier ist jetzt praktisch der USB hier oben. Da. Und wir können das auch variieren. Nicht viel, aber so ein bisschen. Ja, und dann kommt dann die Lampe so ein bisschen nach vorne. Ich zeige euch das mal vorne. So, da könnt ihr das jetzt sehen. Ich mache das mal so, dass ihr die Lampe hier seht praktisch. Jetzt ist sie gerade runter. Und so ist sie dann ein Stück weg vom Bildschirm. Dann machen wir jetzt einfach mal den USB-Kabel ran. Das ist auch ein Flach-USB-Kabel. Zeige ich euch mal, ja. Seht ihr das? Also kein runder, sondern ein flacher. Das ist gut, dann kann man den gut verstecken. So. So sieht es dann aus. Der guckt auch nicht über oder so. Dann kann man den hier hinten, weil es ein flacher ist, schön hinterm Monitor lang liegen lassen. Der ist von der Länge auch so lang, dass er eigentlich bis zum PC reichen sollte. Und zur Not, die meisten Bildschirme haben ja heutzutage eine USB-Erweiterung und dann kann man das dann einfach am Bildschirm ranmachen und hat da dann, und braucht dann halt nicht direkt runter zum PC. Das kommt halt auf Bildschirm an. Mein Bildschirm hat sowas. So, und dann würde ich sagen, machen wir das hier auch noch ab, die Folie. Gucken wir uns das nochmal ganz genau an hier. Zack. So. Ah, hier vorne ist auch gummiert. Das sehe ich jetzt erst, wo ich die Folie abgemacht habe. Hier ist auch gummiert. Seht ihr das? Doch, könnt ihr gut sehen, denke ich mal. Dass es dann halt auch schön am Bildschirm hält. Dann würde ich sagen, dann bauen wir das gleich mal an. Und entweder schnippel ich das mit hier hinten ran oder ich mache ein separates Video. Das weiß ich so direkt noch nicht. Also da bin ich jetzt echt mal gespannt von der Qualität. Vielleicht mache ich auch dann später heute Abend noch mal ein Video und zeige euch das im Dunkeln, wie es aussieht. Dann könnten, ich glaube, im Dunkeln wäre so ja ein bisschen besser, weil dann könnt ihr euch ein besseres Bild davon machen, ob sie hell ist, wie sie hell ist und ob es was bringt oder ob es nichts bringt. Ich bin mal sehr, sehr gespannt. Dann mache ich jetzt hier erstmal kurz einen Cut. Wir sehen uns gleich wieder. Bis dahin haut da rein. Ahoi, sagt euer Odin.